dann würde ich jetzt auch nicht mehr zu meinem alten Verein. Also Gratulation an die Helden, an das tolle Ergebnis, bitte, für den Nusspunkt 2, sehr schön. Aber auch Gratulation nach Bindlach. Aufsteigen als Erster kann jeder, aufsteigen als Vierter. Mit Bayreuth, Thomas hat eben für alles gesagt, dann bleibt mir kaum was übrig, aber ein paar Sachen fallen mir vielleicht noch ein. Mit Bayreuth verbindet mich mit meiner Geburtsstunde natürlich sehr viel. Bin hier geboren, habe auch mein erstes Schachturnier in Bayreuth gemacht. Das war in der Bayreuther Stadthalle. Da war ich 8 Jahre. Weiß ich noch, da habe ich vorträgliche Schulmeisterschaft war das, da gab es dann die Altersklasse eher so irgendwas. Und es war 7. Das heißt, ich war als 8-Jähriger mit den 13-, 14-Jährigen beieinander und hatte da damals 3 Unentschieden und 4 verloren. Und in der Zeitung, weiß ich noch, da gab es einen Artikel, kleiner Knirps am Schachbrett, aller Anfang ist schwer. Und ich habe ein Karl-May-Buch bekommen von Lothar Schmidt, der damals auch dabei war, der ist natürlich auch omnipräsent im oberfränkischen Schach. Und der sollte auf einer Seite meinen Weg sehr begleiten. Also das waren so meine Berührungspunkte mit Bayreuth, aber es gibt noch viel mehr. Habe ich mir jetzt ein wenig überlegt, nachdem ich gedacht habe, Thomas, ich soll ein wenig was erzählen. Ich habe gedacht, was ist denn so interessant? Natürlich ein wenig was vom Schachleben, aber auch natürlich mit der Region, die für mich immer wahnsinnig wichtig war und der auch immer sehr verbunden war. Ich war in der Schule, ich war im Gymnasium, nach der Länge Schweiz, sind wir im Bus heimgefahren in die Schulfamilie. Und am Freitag war eine Besonderheit, da ist der Bus dann weitergefahren nach Bayreuth, alle Schulen wieder rausgelassen, aber der Bus, der Weg, musste dann irgendwie nach Bayreuth. Und da bin ich dann immer mitgefahren. Und warum bin ich da mal mitgefahren? Ich bin deswegen mitgefahren, weil in Bayreuth war immer damals am Freitagabend oder Freitagnachmittag so eine Schachrunde beieinander. Und wo war die? Die war in der Spielhütte. Vielleicht kennt ihr noch jemand oder Spielhalle, da in der Badstraße. Da war der Eduard Hahn, da war da der Aufsicht, keine Ahnung, was er gemacht hat, war auf jeden Fall mal hinten dran und hat dann wieder Zigarren geraucht. Das war, weiß ich noch, das war wieder total daneben. Ich hätte auch gar nicht reingeguckt, wenn ich nicht abfindet, weil das war ich erst ab 18. Und ich kann es auch verstehen, jetzt zu meinen Kindern, dass wenn so eine Dinge reingeht, alle rauchen, alle schweiben und furchtbar. Aber ich wollte da unbedingt hin, weil ich einfach Schach spielen. Und es waren die besten Schachspieler hier in Bayreuth, Eduard Hahn, natürlich absolute Koryphäe, der Jens Uschold war damals dort und einige andere, Helmut Krüger, glaube ich, noch gemacht. Der hat man dann Entschuldigung gehabt. Ich habe mich fragen, wie alt du da warst, dann bist du da einfach nach Bayreuth gegangen. Ja, das war ich denke so 11, 12. Das war einfach, ich wollte es machen, ich war schon eine Busfahrt, aber das war wichtig. Und dann zurückfahren bin ich dann immer mit dem Jean, das ist mein Name, ist der Blickless, der hat da irgendwo in der Stadt gearbeitet und genau, und dann zum 5er ist er ungefähr der 21. Und dann konnte ich, das war für mich logistisch sehr gut. Und das war für mich immer ein Highlight der Woche, da in diese Spielhütte, in diesen vernebelten, verrauchten Raum reinzugehen. Und der Eduard Hahn, der hat dann mir Figuren rausgezogen, da waren die Farben der Figuren, die waren dunkelschwarz und hellschwarz, also jeder so dunkel. Ich weiß wirklich kaum, was sie sehen. Aber der hat dann einfach den erzählt. Ich kann mich mal an eine Sache erinnern, das war das Untermesser Gambit. Da hat er mir ein bisschen so erzählt, wie die Strategie da ist, was so die Idee dahinter ist. Und solche Sachen, ich kann mich an nur noch viele konkrete Dinge erinnern. Ich weiß bloß, dass das für mich wahnsinnig wichtig war und mich davon beteiligt hat. Das war eigentlich ja noch mein erstes Turnier, mein größeres, das war ein Rundenturnier, das war auch in Bayreuth, das war damals in der Palikonik, in Bayreuth, da hat der Jürgen auch gespielt. Und da waren auch die ganzen Koryphäen der Alfred Reich, der war ja damals so praktisch der stärkste Spieler im Kreis, hier natürlich. Genau, dann waren der Gerald Löw war dabei, Josef Rosenplatz, der Dr. Schweizer, ein Kaiser, ich weiß nicht, wie der Vorname, der war Matthias Kaiser, genau. Also und einige andere, der Raymond Roske war auch dabei. Genau, also es war ein Rundenturnier und da gab es einen anderen Mann, der mich dann wahnsinnig gefördert hat und der mich jeden Tag von der Wohlfühlmühle bei euch gefahren hat, abends wieder zurück. Das war der Raymond Knönsch. Der hat da wirklich ganz viel auf sich genommen, hat mir auch viel erzählt, hat mir vorhin schon gehört, dass er den Petrosian geschlagen hat. Also der war wirklich auch ein, würde ich sagen, Freund des Hauses in der Wohlfühlmühle, war auch da, war auch mit meinem Vater eng verwandelt. Wobei ich jeder im Schach irgendwie, weil ich mich ja mit meinem Vater verwandelt. Die ganze Mutter mitgemacht und alles Mögliche. Also das war für mich auch ein sehr starkes Turnier, wo ich da einfach mal reinschauen durfte
wie sowas abläuft, wenn man gegen unsere Spieler spielt, wo man sich vorbereitet, jeder weiß genau, an welchem Tag er mit welcher Farbe gegen ihn spielt. Also das war auch eine ganz wertvolle Erfahrung. Genau, noch zwei Anmerkungen zu den Vorrednern. Stefan hat vorhin gemeint, vielleicht fällt jemand noch ein fünfter Weltmeister ein, oder vielleicht sogar ein sechster ein, der auch mit Bayreuth oder einer Ehrenbegehung zu tun hat. Ein fünfter, das hat er auch gleich nachgeschaut, mit Historiker, das kommt einfach durch, hat er das auch schwarz auf weiß, aber ich wusste es auch. Und zwar, es war 19, ich wusste es ja allerdings nicht, das hat er dann gesagt. 1935 war der Horst-Royal Capablanca, der war nämlich auch mit Bayreuth. Und der hat einen simultanen Gewalt gegeben. Das ist auch noch was Besonderes, auch einer der ganz großen Klappweltmeister. Und es gab dann noch einen anderen Klappweltmeister, der war dann Pulverwille. Das war 1993, das war der Professor Dr. Michael Wurz-Willi. Und jetzt für Sie, mit dem vielleicht nicht so viel anfangen können, das war der erste Schachweltmeister nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war der Begründer von der russischen Schachdynastie, nachdem die ausgegeben haben, Schach wird einfach gefördert, weil im Kommunismus im Prinzip der über den Kapitalismus steht, weil er so wegen die Haltung. Und der hat es wirklich verwissenschaftlich. Und alle seine Nachfolger sind alle durch seine Hände gegangen. Es gab die berühmte Botvinnik-Schule, Kasparov, Karpov, die waren alle unter seinen Fittichen. Und ich war auch mal unter seinen Fittichen. Das war 1993 eben in der Pulvermühle. Und da haben wir eine Woche lang trainiert, jeden Tag 3 Stunden. Jetzt muss man wissen, der Botvinnik war ein sehr alter Mann, konnte kein Englisch, kein Deutsch. Er hatte aber seinen Neffen dabei, der konnte Englisch. Der hat es dann immer vom Russischen ins Englische übersetzt. Der hat es dann mir übersetzt. Und dann ging es also hin und her. Und ich musste ihm immer meine Partie zeigen. Ich musste ein bisschen was erzählen. Ich war damals so junger Spieler. Also ich war 21, war gerade auf dem Wechsel zu Bayern München. Also war noch kein internationaler Meister, hat aber schon ein paar Jahre Bundesliga gespielt. War so von der Elo-Zahl ungefähr 2353, kurz so. Auf jeden Fall haben wir dann wenig nach dieser Woche, hat er mir so ein Zeugnis ausgestellt mit meinen Stärken und Schwächen. Und dann hat er mit meinen Schwächen halt aufgelistet, Eröffnungen, muss auf jeden Fall wegen Giftgründiger werden, die Variantenberechnung genauer, Endspiele muss man wegen präzisieren. Also wirklich konkrete Hinweise auch und überall wegen Defizite. Also war der wirklich lang. Und dann gab es die Seite der positiven Aspekte. Und das war relativ kurz. hat er kühn. Er sieht, dass ich sehr gerne schaffe. Das war das Einzige, was er kühn hat. Aber haben wir dann auch konkrete Tipps gegeben, wie ich diese Defizite beheben kann. Und war natürlich seine Bücher, das war das Maßgebende. Und ich habe auch wirklich sehr viel geholfen. Also von daher hatte ich von vielerlei Sachen, von vielerlei Weltmeistern irgendwie Einfluss. Der war so Anfang der 90er bei uns. Botvinnik waren natürlich die Großen der Schachs, die waren da und da habe ich überall ein bisschen das aufgesaugt. Wie lang war der bei euch? Bitte? Wie lang war der bei euch? Der war also 10 Tage. Und warum sind wir damals alle in die Pulvermühle gekommen? Das ist vielleicht auch noch als Hintergrund. Das war natürlich einfach, weil es die Pulvermühle, weil es da so schön war und so gutes Essen war. Aber warum ist da der Schach im Mittelpunkt plötzlich? Und das würde daher, dass in Bamberg, das ist natürlich eine Schachhauptstadt war, die waren früher deutscher Meister, wo sehr viele Großmeister auch waren, die rollende Mannschaft mit Helmut Pfleger, Lothar Schmidt, Hans-Peter Kessler, die haben, und der Lothar Schmidt, der war ja auch WM-Schiedsrichter, 1972 in Reykjavik. Und der ist wiederum ein guter Bekannter von meinem Vater, der ist auch der Verleger von Karl May Verlag, und der hat immer seine Gäste, die er in Bamberg hatte, und die waren zahlreich, also Antoine Lilienthal vielleicht, jemand, was sagt, der eine ganz berühmte Partie gegen Capablanca gewonnen. Also wirklich große. Die hat er alle, die bei ihnen zu Besuch waren, alle in die Fränkische Schweiz in die Pulver wieder rausgeschickt und die waren dann bei uns zu Gast. So war es auch bei Bobby Fischer. Das war nämlich gar nicht geplant, dass er damals in der Pulvermühle, sondern bleibt. Er ist einfach mal zum Essen gekommen, dann hat er wieder mitgenommen nach Bamberg und 2 Tage später hat mich der Lothar Schmidt dann angerufen. Ich war damals gerade im Aufsichtsjahr mit dem Internat, hat schon einen Führerschein, ruft er an, weiß noch genau. Es war eine Mittagspause am Montag. Was jetzt heute Nachmittag los ist. Ja, ich meine, ich bin jetzt gleich auf dem Weg zur Schule. Ja, das meint, ich war auch in den drei Busmittagsbrüchen. Ja, aber ich meine, ob ich den Bundesliga in die Prüfung mitfahren kann. Ich wusste jetzt gar nicht, ich habe keine Vorgeschichte weiter und habe dann wenig überlegt. Naja,
Natürlich nicht die Schule Scheiße, wenn ich da. Also so da bin ich hingefahren und dann habe ich im Haus von Mutter Schmidt das erste Mal den Bobby Fischer gesehen. Bin dann ist er eingestiegen, dann steige ich den Misstrauisch natürlich, wie lange ich den Führerschein gemacht habe. Dann sind wir auf der Autobahn gefahren und langsamer und so weiter und war sehr vorsichtig am Anfang, hat dann mit Bruder Schachtel uns ein bisschen unterhalten, aber es war noch alles sehr reserviert. Und dann ist es dann langsam aufgebaut. Und dann war er 3 Monate bei uns, ich habe vorhin erzählt kurz, wir haben Weihnachten zusammen gefeiert, er war dann wirklich ein Teil in der Familie, hat wahnsinnig viele Dinge mit allen möglichen gemacht, mit jedem tut er irgendwas anders. Mit mir war natürlich in der Schacht. So ist es dann bei dem Schluss. Aber ich sage mal, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, bloß natürlich heißt alles so geschlagen. Wenn euch irgendwas interessiert, könnt ihr gerne nachfragen, dann kann ich das ein bisschen ausführen. Ja. Was heißt für dich jetzt zum Schachspiel, bevor wir zu den Partien kommen? Wie ging das jetzt? Wenn du dich ein paar Mal gefragt, wie bin ich denn stärker geworden im Schach? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so recht. Ich habe früher schon sehr, sehr gern gespielt. Habe mit 5 Jahren begonnen. Habe dann mein Vater relativ oft zugeschaut. Der hatte immer so einen Freund gehabt, den Willi Rücken, auch der Victor Haag. Der hatte immer seinen Blumenwagen, der Blumen auspackt, wenn du auf Florian wächst oder was das war. Und dann haben wir immer gespielt. Der musste die Abwechslung noch reinbringen, aber der hat die oftmals das Rauch mal angucken, der muss noch kommen. Und, aber wenn die über Schachspiel waren, dann hat er alles vergessen. Das war ein bisschen gucken, nur die dann am Mittag singen. Da habe ich zugeschaut und ich denke, ich habe früher auch relativ viel gelesen schon beim Schachspiel. Und ich kann mich erinnern, es gibt auch ein anderes Bild, wo ich schon relativ früh gegen den Schachclub Kreuzen mal simultan gegeben habe. Ich denke, ob ich da schon 10 Jahre alt war, weiß ich nicht, aber so zu dem Dreh. Also von daher war schon ein bisschen Spielstärke da, weil es aber im Vergleich jetzt mit anderen, die jetzt deutscher Ebene waren, da war ich bei weitem noch nicht so weit. Also da, ich habe meine erste deutsche Meisterschaft mit 17 gespielt, und jetzt habe ich dann gewonnen, aber da war ich noch nicht qualifiziert und dann gab es Spielstärke. Und das war im Prinzip so einfach, dass bin immer wieder weitergekommen, habe ich ein bisschen da einen neuen Einfluss kennengelernt, dann dort. Und so ein ganz wichtiger Schritt, mein erster wichtiger Schritt war der Wechsel nach Bandai. Über 1988. Da habe ich da vorher Weichenfeld noch gespielt. Wir haben zum Beispiel den Weichenfeld noch gegen Dingbach 1 gespielt. Also da sieht man auch mal die Leistung von Dingbach, wie das hochgezogen wird in dem Ding. Also Klaus, wo sich ja auch seit vielen Jahren eine lange Freundschaft verbindet. Und der ist wirklich gemanagt hat da. Und das ist, also da kriege ich sehr gerne zurück. Ich muss auch sagen, der Klaus, der hat mich früher besiegt. Also im Schach. Also, da habe ich genauso wie der Jürgen. Ich glaube, der Stefan hat mich auch gespielt. Also alle, die in dem Turnier sind, in dem Fall sind und gegen ihn gespielt haben, haben gegen ihn gewonnen. Also war doch ein paar Jahre her, aber. Genau. Das war der Wechsel nach Bamberg und das war damals das Umfeld. Da war der Wilhelm Flieger, war Lothar Schmidt, Hans-Günter Kessler und die ganzen anderen. Und ich war da einfach Teil, auch wenn ich noch der Stammspieler war. Ich war in der zweiten Mannschaft. Durfte aber in der ersten Saison auch gleich Bundesliga spielen, hatte natürlich einen Riesensprung von der A-Klasse, dann in der Bundesliga. Da ging es dann, habe ich das erste Mal auch richtig die Großmeister gesehen in der Bundesliga, wie die spielen. Das war irgendwie das war eine ganz andere Welt. Dass ich da jemals da hinkomme, das war nicht mein Traum, kann ich nicht sagen. Ich wollte einfach besser Schach spielen. Ich wusste auch gar nicht, was notwendig ist, um Großmeister zu werden. Ich wollte dann erstmal besser Schach spielen. Und dann war ich ein paar Jahre in Bamberg und dann natürlich das ganze Turniergeschehen mit, dann kamen eben die deutschen Jugendmeisterschaften mit, dann kamen die Weltmeisterschaften und dann plötzlich weiß man natürlich, was notwendig ist, um Großmeister zu werden. Aber das alleine reicht leider nicht. Man muss auch gut spielen. Und dann muss ich sagen, wenn ich bei Bamberg geblieben wäre, wäre ich nie Großmeister geworden. Also das ist einfach nochmal ein ganz anderes Niveau. Man muss die Leistung, wie der Helmut Pfleger oder der Lothar Schmidt oder der Wolfgang Hutziger auch, was die hingelegt haben, um wirklich so herausragend zu sein. Der Lothar Schmidt, der hat gegen die Besten der Welt mitgespielt, hat Turniere mit denen gespielt. Und auch der Pfleger, der hat gegen alle Großen hat der gespielt, in Bamberg, in der Umgebung, also das ist wirklich herausragend. Also für mich, ich hatte dieses Talent nicht auf der Ebene, von daher habe ich noch einen Impuls gebraucht. Und dieser Impuls kam dann 1993 mit dem Wechsel nach Bayern München. Bayern München, das wurde vorhin schon erwähnt,
Das war natürlich nochmal eine andere Liga. Die haben alles gewonnen. Da war damals Yusupov dabei, Nummer 3 der Welt. Der Robert Hübner, Nummer 1 in Deutschland. Da war Johann Platersson, der Soldat Riedli, Spitzenspieler und Olympiasieger von Ungarn. Und die ganzen Bayern, Staats, Kindermann, Nico Fernweg, Fabel und so weiter. Also das war für den Umfeld nochmal ganz was anderes. Und mit denen zu analysieren, da gab es Trainingslager, wo man doppelt mit 6, 7, 8 Stunden am Tag geschafft hat und dann am meisten vollgezogen. Das saugt man alles auf als junger Kerl und nimmt es mit. Und da habe ich den größten Sprung in meiner ganzen fachlichen Karriere gemacht. Das war genau diese Anfangphase von Bayern München. Und da habe ich dann im ersten Jahr, also für den internationalen Meister, muss man 2 Turniere gewinnen. Und in dem Jahr habe ich von den 8 Turnieren habe ich 7 gewonnen, also deutlich mehr als ich hätte machen müssen. Das Jahr war einfach phänomenal. Beim letzten Turnier, das war ein Großmeisterturnier, das hatte ich als besonders Bonbon in unserem Bayern-Chef, das war der Heinrich Jellison damals, habe ich eine Einladung nach Brünn bekommen, in Tschechien. Durfte da mitspielen, mein erstes Großmeisterturnier überhaupt. Und das habe ich dann auch gewonnen. Also habe ich meine erste Großmeisterturnier schon 1993 und 3 braucht man. Und von da an war das Ziel natürlich irgendwie in Bäumen gewesen. Dann war es aber so, ein paar Jahre bei Bayern und 95 ist der Heinrich Jellison dann gestorben. Und dann gab es große Konflikte mit dem Verein, weil im Prinzip, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, das Problem war, dass die Schachabteilung erfolgreich war als die Fußballabteilung. Sie hat viel Geld gekostet, hat die Gemeinnützigkeit gefährdet, dass natürlich auch viel Kohle geflossen ist. Und da hat dann der Beckenbauer mit den Klöpfelschülern, wobei er das wohl nie gesagt hat, also das ist ja in der Presse in der Schachpresse gegangen, da haben die Bayern dem Verein, also der Schachabteilung, das Angebot gemacht, ihr könnt noch ein Jahr volle Power spielen, wir unterstützen das, ihr könnt deutscher Meister werden mit allem Drum und Dran. Oder wir brechen das Zelle ab, ihr macht keinen Spitzensport mehr und ihr seid im Verein integriert, nicht großzügig ist wie alle anderen Abteilungen, großzügig in der Ausstattung, aber diese Spitzenklappe ist frei. Und das war damals, haben sich alle in Düsseldorf gekümmert, die haben gesagt, ich bin ein Jahr umsonst. Die wollen aber, dass die Klappenteilung weitergeführt wird und haben dann auch die ganze Spitzung. Weil die letzte Saison war klar, keine mehr Kohle, haben sich alle dran gehalten und haben gesagt, die wollen jetzt das weitergeführt. Das ging natürlich in der Presse nie rum, aber das war ein großes Kino von den ganzen wirklich Top-Leuten der Weltspitze, dass sie auf ein Jahr denken. Naja, bitte? Die hätten es gar nicht nötig gehabt. Und davon profitiert Bayern München immer noch. Also, dass man diese großstädtische, ich meine, mittlerweile sechsstädtische Betrag, der die Schachabteilung bekommt, aber nur für Spesen, für den Turnierbetrieb. Also das ist natürlich, wie man gerade sagt, sechsstädtische Betrag, die man schon immer anfangen muss. Naja, auf jeden Fall war es dann vorbei mit Bayern München. Und für mich war es natürlich dann auch, ich war schon langsam schon ein wenig im Alter, wo man sich überlegen muss, wie es weitergeht, auch beruflich und so weiter. Ich hatte immer Schachspieler, aber nichts gemacht. Und dann kam das Studium, ja, für mich, weil ich gedacht habe, vielleicht ist es doch nicht schlecht, mal ein Studium zu beginnen. Und dann war die Frage, wo? Das war damals, kann mich noch erinnern, 95, als von Bayern das aufgelöst wurde, hatten alle Bayern-Spieler ein wahnsinniges Angebot. Alle Spieler wollten die Bayern haben. Es war nicht so wie heute, dass jetzt, es durften nur 2 Ausländer spielen, das heißt, deutsche Spieler waren sehr begehrt. Bei Bayern waren halt alle Top-Spieler, ich war damals in Deutschland vielleicht Nummer 13, 14, also da war ich natürlich auch für viele Mannschaften interessant. Habe ich aber dann entschieden, nach Würzburg zu gehen, habe dort studiert, begonnen zu studieren, war aber noch kein Großmeister. Und ja, das hat natürlich immer ein wenig gegehrt, war natürlich immer wichtig, aber gut, ein wenig gegehrt. Dann habe ich meine 2. Norm in New York, das ging dann auch einigermaßen schnell, das war gerade so eine Übergangsphase mit dem Auslaufen von Bayern. Das war dann 95. Dann hatte ich die Jahre später immer mal wieder Turniere in den Semesterferien gespielt, hat es aber oftmals nicht geschafft. Immer der letzte Partie, halben Punkt fehlen. Das ist natürlich auch, als ich als Sportler, da hat man natürlich auch mit vielen Rückschlägen zu kämpfen. Das sind bittere Momente, so ein Schachturnier, das ich mal gemacht habe, das dauert manchmal 2 Wochen. Du spielst wirklich ein hartes Turnier, ein gutes Turnier, reist vor jeden Tag bis 6-7 Stunden voll im Einsatz. Und dann ist die letzte Partie entscheidend und vielleicht die letzten 10 Minuten von einer wirklich guten Partie und dann hast du irgendwie Konzentrationsfehler und dann sind die ganzen 2 Wochen futsch. Dann ist es halt, muss man sich halt immer wieder, aber das muss jeder Sportler mit kämpfen. Aber so war es auch bei mir damals, da waren schon auch einige Trainer, ein Teil der Trainer zum Trainer durchlaufen müssen und das Studium war halt immer noch da. Und dann war ein Turnier in
Kopenhagen. Das lief gut. Und dann gab es noch ein Folgeturnier und ja, vielleicht läuft das auch so gut. Hat er wegen mit dem Semester kollidiert. Aber das war dann nicht ganz so wichtig. Und dann habe ich das halt, dann war das Semester auch wieder vorbei, habe halt wieder Schach gespielt. Und in dem Jahr habe ich extrem, da war ich so nah dran, da hatte ich in Kopenhagen eben gespielt, dann habe ich in Reykjavik gespielt, dann habe ich in Münster gespielt. Und dann kam Stoffel. Das war dann im Winter, im Wechsel 97, 98. Und das war dann das entscheidende Turnier, wo ich mit der letzten Partie gegen Johan Helsen, der hätte gegen mich gewinnen müssen, um Fußball zu werden, nicht gegen ihn. Kann es nur eingeben und ich war der glücklicher, weil er ist ja auch Großmeister. Genau, und seitdem bin ich Großmeister. Also das war im Prinzip immer so ein Stückchen Weiterentwicklung, ohne dass ich das Ziel von Anfang an vor Augen hatte. Weil ich das einfach gar nicht wusste, ich wollte einfach besser Schach spielen und dann entwickelt sich das einfach. Ich habe ein gewisses Talent, aber für mich war es entscheidend, war, dass in den neuralgischen Punkten immer Leute da waren, die mich da unterstützt hat. Sei es mit dem Eddie Hahn am Anfang, sei es mit dem Monique Löw, sei es mit Hans Niederweyer, vielleicht auch mit dem Laufen hier, wo du hast auch deinen Beitrag da in irgendeiner Weise. Das ist schon auch wichtig. Ich meine, auch dieses Kameradschaftliche und so weiter, das nimmt man da auch mit. Das ist auch was Besonderes. Das muss man schon auch anerkennen. Und von daher, das war immer wichtig für mich. Genau. Aber jetzt habe ich ja schon genug erzählt. Jetzt kommt später das eine oder andere. Jetzt würde ich sagen, ich mache mal mit der Punktstelle los.